Bonapidi, il faut cuisinier. Ich lese das Berufsschulbuch Der junge Koch, die junge Köchin. In serifenloser Schrift, ist schwierig vorzulesen. Den Inhalt finde ich teilweise auch ein bisschen fragwürdig. Nichtsdestotrotz, es ist das Berufsschulbuch, ich zeige es. Und ich bin angekommen im Teil Einführung im Kapitel Hygiene bei vier Reinigung und Desinfektion im Kapitel Hygiene. 4.3 Ablauf einer gründlichen Reinigung. Und da gibt es mehrere Punkte, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Grobreinigung, erster Punkt, groben Schmutz, Speisereste entfernen. Zweiter Punkt, Reinigung mit heißem Wasser und Reinigungsmittel nachspülen. Dritter Punkt, mit heißem Wasser. Vierter Punkt, trocknen mit sauberen Tüchern oder Zellstoff. 5. Punkt, Desinfektion mit geeignetem Desinfektionsmittel, warum auch immer. 6. Punkt, nachspülen mit Leitungswasser. 7. Punkt, trocknen, warum? Naja, so. Ich weiß jetzt schon wieder, warum ich das Buch scheiße finde. So. Dann gibt es hier Aufgaben. Die Hauptursache für den Lebensmittelverderb sind Kleinstlebewesen. Nennen Sie mindestens 5 Beispiele. 2. Im Zusammenhang mit Lebensmitteln wird von Koloniebildung gesprochen. Erklären Sie. 3. Nennen Sie Beispiele aus dem Küchenbereich, wo Mikroben vermehrt auftreten. 4. Erklären Sie im Zusammenhang mit dem mit der Aufbewahrungstemperatur von Lebensmitteln den kritischen Bereich. 5. Manche Lebensmittel werden durch Säure haltbar, wie zum Beispiel Sauerkraut und Essiggurken. Begründen Sie. 6. Mikroben können in Lebensmitteln zu unerwünschten Veränderungen führen. Geben Sie 3 Beispiele. 7. Warum soll Verpackungsmaterial von tiefgekühltem Geflügel sofort entsorgt werden? 8. Ein Großteil des Lebensmittelverderbs ist durch menschliche Fehler verursacht. Geben Sie 3 Beispiele. 9. Nennen Sie Schädlinge, die in Lebensmittelbetrieben vorkommen können. 10. Zu den Schädlingen in Lebensmittelbetrieben hätte ich auch noch was zu sagen. 10. Schädlinge werden nur an ihren Spuren erkannt. Was versteht man unter Spuren? Wo können sich Schädlinge verstecken? 11. Beschreiben Sie, was geschieht, wenn ohne Verwendung von Spülmitteln abgespült wird. 12. Worauf ist beim Einsatz von Hochdruckreinigern zu achten? Es geht dann weiter mit dem neuen Kapitel Umwelt und Verbraucherschutz. So, tschüss. Ich bin kein Fan dieses Buches. Ich werde es trotzdem bis zum Ende vorlesen. Es ist das Berufsschulbuch für Köche in Deutschland. Tschüss.